Heute mache ich eine Schweinebauchrolle. Die Zutaten: eine mediterrane Gewürzmischung aus der Mühle, Thymian, Rosmarin und Majoran. Füllen tue ich ihn mit einigen Oliven, 4 Scheiben Saftschinken und mit einigen Scheiben von diesem Käse. Als erstes werde ich jetzt die Schwarte rautenförmig einputzen und dann werde ich ihn aufschneiden. Den Sack verteilen. Thymian, und Majoran. Der Saftschinken.
jetzt wird es zusammengerollt. Jetzt wird es noch etwas verschnürt mit Küchengarn und dann kommt es auf den Drehspieß. Salz auf die Schwarte, damit es dann schön aufploppt. Und dann immer mal während des Grillens mit Salzwasser bepinseln. Schweinebauch ist jetzt auf den Drehspieß und nun kommt er auf den Grill. So, ca. 1,5 bis 2 Stunden, dann müssen wir fertig sein. Salzwasser. Die Schweinebauchwolle ist jetzt fertig, schalte den Grill aus und dann wird sie angeschnitten. Nach ca. 2 Stunden ist die Schweinebauchwolle fertig. Jetzt kommt sie vom Spieß. So, jetzt kommt der Anschnitt. Das sieht doch gut aus. Wollen wir doch gleich einmal eine Scheibe kosten.
So, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und das war's dann für heute. Auf dem Balkon ist es verflixt kalt. Tschüss, bis zum nächsten Video.